Also auch von meiner Seite aus wunderschönen guten Abend an alle Zuhörenden und Zuschauenden. Zu meiner Motivation, mich mit dem Thema Radfahren zu beschäftigen, da ist schwer, was zu sagen. Und zu dem Konzept für Radfahrschulungen nur so viel, es setzt auf philosophische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Das würde hier zu weit führen, weil es ja in diesem Fall in meinem Beitrag um Sicherheit gehen soll. Und es fällt schwer, jetzt von den beiden Themen, die bis hierher vorgestellt worden sind, eine geschmeidige Überleitung zu finden. Der Wechsel zu meinem Thema ist sehr krass und deswegen wollte ich zumindest einleitende Bemerkungen machen zu dem Thema, die natürlich auch Bedeutung haben für das Thema Sicherheit. Und ich möchte beginnen mit der Vorstellung, wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal Rad fährt, wie sich das für uns darstellt. Wenn ein Kind zum ersten Mal Rad fährt, freudestrahlend voller Glückshormone, wie so ein Zirkusäffchen quietschfidel dahin eiert, dann wird jeder, der sieht, bestätigen, wenn ich sage, das Rad macht etwas mit dem Kind. Und genauso wie das Rad etwas mit dem Kind macht, machen diese Dinger hier, ich hoffe, das ist zu sehen, machen diese Dinger auch etwas mit uns. Jetzt werde ich mal sehen, dass ich den Bildschirm geteilt kriege. Genau, da haben wir es. Diese Smartphones machen was mit uns. Ein Bild aus einem Radfahrkurs in Luxemburg letzten Sommer. Und wie man sieht, hier, also ich kann hinzeigen, wo ich will, alle Beteiligten, obwohl sie sich ja verständigen könnten, sitzen oder hängen am Smartphone. Ganz, es scheint ein Naturgesetz des Menschen zu sein, dass die Dinge, die wir erfinden, die wir in die Welt setzen, die wir gebrauchen, auch etwas mit uns machen. Und genauso wie die Smartphones was mit Erwachsenen machen, machen diese Dinger hier auch was mit uns, ob wir wollen oder nicht. Insbesondere mit Kindern. Das ist die erste Bemerkung, die ich loswerden wollte. Die zweite Anmerkung betrifft Zeitgeister und Trends. So wie ein Smartphone, so wie die Dinge, die wir benutzen, unsere Art der Wahrnehmung, der Kommunikation zum Teil massiv beeinträchtigen oder beeinflussen, genauso unterliegen wir auch Zeitgeistern und Trends. Wer am Ende die Zeitgeister gerufen hat oder ruft und wer an den Trends verdient oder davon profitiert, sei dahingestellt. Der Trend, der sich seit 35 Jahren, seitdem ich die Radfahrschulung mache und mich hauptamtlich quasi mit Radfahren beschäftige, der Trend, der zum Radfahren und Sicherheit seit diesen 35 Jahren läuft, den würde ich gerne mal mit vier Fotos, mit vier Schlaglichtern darstellen. 1986, für die Jüngeren, die vielleicht zu der Zeit noch gar nicht geboren waren, sei noch mal erinnert, 1986 war Radfahren unschuldig, unpolitisch, hatte keine Lobby. Und wenn man mit dem Rad zur Arbeit gefahren ist, um das Thema von Kai aufzugreifen, dann wurde man zwar nicht ausgestoßen, aber belächelt schon. Und was die Sicherheit in diesem 1986er Jahr betrifft, habe ich ein Foto von der, komme nicht weiter mit dem Moment. Na, Moment, da haben wir es. Da haben wir es. Von der Tour de France 1986 Ich glaube, vielleicht teilen Sie Ihr Bildschirm. rausgekramt. Habe ich nicht. Nein, gerade nicht. Ist wieder zurück. Moment. Moment. Jetzt, ne? Jetzt. Zu sehen? Ja, perfekt. Okay. Ein Bild von 1986, Tour de France. Wer genau hinschaut,
wird Helmtragende entdecken hier hinten in der Ecke, das sind aber Motorradfahrer. Mit heutigen Augen etwas verwirrend, dass die Herrschaften hier im hohen Tempo ohne Helm dahin rasen. Auch 1987, ein Foto von 1987, als Jan Ullrich die Tour gewann, auch da noch ohne Helm und fleißig am Stürzen. Um den Trend nochmal aufzugreifen, 15 Jahre später oder 16 Jahre später, waren die Radfahrerinnen noch gar keine Radfahrerinnen, waren mit den Füßen noch am Boden, waren 4, 5 Jahre alt und waren bereits behelmt. Mehr behelmt als bekleidet. 2013, ein Foto aus 2020. Christian, deine Fotos, du bist immer noch bei den 1986 Tour de France Foto. Oh, das ist schade. Da muss ich sie einzeln aufrufen. Jetzt besser? Jetzt ist das Kinderfoto da. Genau, das war, ja. 96, das war 97. Die Fotos sind zu sehen. Kurzfrage an die Moderation. Ja. Okay, danke. Das ist 1997 gewesen, 15, 16 Jahre später, was ich eben sagte. Es war noch kein richtiges Radfahren, ist doch kein richtiges Radfahren. Das Kind ist mit den Füßen quasi noch am Boden. Sie kennen das alle, aber schon behelmt, mehr behelmt als bekleidet. Und ein Foto aus jüngster Vergangenheit. Kinder können doch gar nicht richtig laufen. Schon haben sie einen Helm auf. Auch das will ich mal so stehen lassen. Eine Sekunde wirken lassen. Es geht jetzt um das Thema Sicherheit. Und ich möchte den Begriff Sicherheit einmal auf die Goldwaage legen und darauf abheben, dass es die Sicherheit letztendlich gar nicht gibt. Das wissen auch alle Erwachsenen, die bestätigen, dass es im Leben immer und immer anders kommen kann, als man denkt. Und deswegen möchte ich mit Sicherheit den Begriff Sicherheit auf folgende Art und Weise verwenden. Es geht um Maßnahmen, die ich ergreife, um die Wahrscheinlichkeit, gesund und munter von A nach B zu kommen, zu erhöhen. Um diese Maßnahmen geht es. Ein kleines, einfaches Beispiel. Wenn ich in der Dämmerung oder Dunkelheit eine auffällige Kleidung beim Radfahren trage, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich gesund und munter von A nach B komme. Es gibt viele dieser Maßnahmen, viele dieser Faktoren, die meisten sind wahrscheinlich bekannt. Worüber sich aber kaum einer Gedanken macht, ist, dass diese Faktoren, die unterschiedlichen Maßnahmen in einer Art Hierarchie zueinander stehen, von höherer und niedriger Kategorie, und zwar dadurch gekennzeichnet, dass Maßnahmen höherer Kategorie, das sind mit Maßnahmen höherer Kategorie, Faktoren oder Maßnahmen niedriger Kategorie bedingt kompensieren kann. Auch da gebe ich mal ein Beispiel. Der Faktor Straßenbelag ist sicherlich nicht ganz unentscheidend für Unfälle. Der gute Reifen, den ich auf dem Fahrrad habe, ist aber von höherer Kategorie, denn ich kann mit einem sehr guten Reifen in Luftdruck, Gummierung und Profil den Straßenbelag bedingt bis zum gewissen Maß kompensieren. Umgekehrt geht das nicht. Der Straßenbelag kann noch so gut sein, wenn mein Reifen porös, abgefahren oder sogar kaputt ist, platt ist, dann nützt mir der beste Straßenbelag gar nichts. Und diese Hierarchie und diese verschiedenen Faktoren, die habe ich in einem Schema zusammengefasst. Kurze Rückmeldung. Ist das zu erkennen? Ja. Ist zu erkennen? Sehr gut. Der gelbe Bereich, der hinterlegte gelbe Bereich, steht für Radfahren. Weil das Prinzip dahinter, also die Hierarchierung dieser Maßnahmen auch in anderen Lebensbereichen greift, wie beim Wandern oder Haushalt, habe ich diese anderen Bereiche stellvertretend mit aufgenommen. Detailliert habe ich allerdings nur Radfahren aufgeführt. Hier ganz unten stehen die äußeren Bedingungen und Einflüsse wie die Gesamtsituation. Aufs Radfahren bezogen sind das die Straßen, die Wege, das Wetter und die Verkehrssituationen, auf Dinge, auf die ich in der Regel keinen Einfluss habe. Kurz vorweg noch, ganz unten steht sowas wie der Helm, die Schutzausrüstung, der Fahrradhelm. Und der, das sei vorweg bemerkt,
hat streng genommen mit Radfahren nichts zu tun, weil der Helm sich mit Stürzen beschäftigt und nicht mit Radfahren. Ja, ein Helm beschäftigt sich grundsätzlich mit Stürzen, egal ob das beim Wandern, im Haushalt oder beim Radfahren ist. Das Radfahren geht hier eigentlich erst los. Die nächste Kategorie, die nächst höhere Kategorie, betrifft die sogenannte passive Sicherheit. Fürs Radfahren sind das Reflektoren, Beleuchtung oder zum Beispiel eine gute Kleidung. Direkt darüber stehen die Faktoren und die Maßnahmen, die mein Fahrrad betreffen, in Sachen Radfahren, Reifen, Räder, Bremsen, Lager oder Klingel und dergleichen mehr. Die nächsthöhere Kategorie, hier beschrieben mit Bewegungsvermögen und Bewegungstechniken, zielt darauf ab, dass es ja wichtig ist, mit meinem Fahrrad in Raum und Zeit sicher und virtuos unterwegs zu sein. Die Begriffe, die hier aufgeführt sind, mit Bremsen, Schwuppdiwupp, stammen aus unserem Konzept. Die sind mal zu vernachlässigen, da könnte genauso gut stehen: Hand raushalten, umdrehen, präzise bremsen, Kreise fahren, abbiegen und dergleichen mehr. Ich muss mich ja auf dem Fahrrad auch souverän bewegen können. Die Kategorie darüber, die Maßnahmen, die ich sicherstellen sollte, ergreifen sollte, betreffen die geltenden Regeln und Ordnungen in Sachen Radfahren. Ist das die Straßenverkehrszulassungsordnung und die Straßenverkehrsregeln? Es nützt mir nichts, das alles hier zu beherrschen, wenn ich die Regeln nicht kenne, in denen man sich untereinander verständigt und auch besser auch Rad fährt und Auto fährt. Darüber wiederum auch alle anderen Lebensbereiche wichtig, steht so etwas wie das Benehmen, das anständige, entschuldigen Sie, wenn ich diesen Begriff benutze, das anständige, verantwortungsvolle Verhalten untereinander, miteinander. Wenn ich das beherzige und das gelernt habe, kann ich vieles von den anderen Faktoren kompensieren. Und über alledem, was Sie kennen, steht hier im roten Bereich, beschrieben mit Wahrnehmen, Bewegen, Handeln, steht sowas wie eine persönliche Größe, wie Reife, wie Erfahrung, wie Geistesgegenwart, also die Summe aller dieser ganzen Tugenden, die mich veranlassen, die mich befähigen, der Situation angemessen Rad zu fahren. Wenn Sie mir den Vergleich erlauben, es geht also nicht darum, sich in Sachen Soft- und Hardware hochzurüsten, sondern es geht darum, mit der mir zur Verfügung stehenden Technik, mit der mir zur Verfügung stehenden Maßnahmen, der Situation verantwortungsvoll und angemessen Rad zu fahren. Soweit, so gut. Jetzt meine Aussage, meine These, meine Behauptung, dann komme ich auch schon zum Schluss. Wer sich von hier oben dem Radfahren nähert, wer von hier oben das Radfahren betrachtet, bearbeitet, versteht und Radfahren lernt, der wird immer weiter nach unten vordringen und die Maßnahmen emanzipiert zum Einsatz bringen. Emanzipiert. Im Vergleich zum Paddeln, wenn ich mit meinem Enkel auf der Alster, der Oberalster hier paddel, sonntags nachmittags bei knietiefem Wasser, dann bekommt er selbstverständlich eine Schwimmweste um, weil er noch kein Schwimmen gelernt hat. Ich trage besser keine, weil ich ohne Weste viel agiler, viel handlungsfähiger bin im Falle eines Falles. Wenn ich auf die Elbe gehe und paddel, greife ich wie selbstverständlich zur Rettungsweste, ergreife noch mehr Maßnahmen und er kommt natürlich gar nicht mit. Das heißt, ich setze die Weste, die Rettungsweste setze ich situativ und auch emanzipiert ein. Wenn ich von hier unten das Radfahren betrachte, verstehe und anfange, wenn ich also den Helm aufziehe, anfasse, bevor ich überhaupt ein Rad in der Hand habe, wenn ich ein Gleichheitszeichen mache zwischen Helm und Radfahren, werde ich hier oben niemals vordringen. Das sind meine Erfahrungen mit bewegungswissenschaftlichem Hintergrund und mit 35 Jahren Erfahrung Radfahrschule. Ich habe versucht, ein bisschen Zeit wieder reinzuholen. Ich hoffe, das ist in allgemeinem Interesse gewesen. Bin ein bisschen durchgaloppiert, aber die entscheidende Aussage habe ich gemacht. Wiederhole das gerne nochmal. Wer sich Radfahren nähert und versteht, indem er diese grundsätzliche Kompetenz versucht zu entfalten, wird die anderen Maßnahmen emanzipiert zum Einsatz bringen, teilweise auch den Helm natürlich. Wer sich aber von hier unten dem Thema Sicherheit oder Radfahren nähert, der wird hier oben niemals vordringen. Und damit kann ich schon Schluss machen. Ja, herzlichen Dank. Ich gucke, im Chat ist eine ganz konkrete Frage. Ja.
Wie viele tödliche Unfälle von Autofahrern können durch das Tragen von Helm verhindert werden? Da muss ich, ich habe keine Zahlen dazu. Ich führe die Diskussion zum Helm ja auf unterschiedlichen Ebenen und nicht zum ersten Mal. Ich höre gerne eine Argumentation, die da heißt, wenn ich den Helm nicht gehabt wäre, wäre ich jetzt schwer verletzt. Das ist ein Wenn und Hätte. Fahrradkette kommt dann meistens dahinter. Ich stelle dem dagegen, nach der Argumentation eben, wenn ich keinen Helm getragen hätte, wäre ich gar nicht in diese Situation gekommen. Das sind alles spekulative Argumentationen, die ich so nicht gelten lasse. Die Antwort habe ich darauf. Das war die konkreteste, die wir hatten. Konkreter kann ich darauf nicht werden, weil die Dinge von hinten zu betrachten, also zu argumentieren, was, wenn erstmal was passiert ist, das ist das Einfachste auf der Welt und das ist auch für mich keine Herangehensweise, um Grundsätzliches zu ändern. Ich möchte selbstverständlich auch, dass weniger Menschen verunfallen, dass sich weniger Menschen verletzen, dass mehr Menschen Radfahren. Zurzeit hat aber Radfahren, ich habe das versucht darzulegen, einen Charakter, ein Image, einen Trend, der ins Gefährliche geht, der gepanzert werden muss, der hochgerüstet werden muss. Und das hält wiederum unfassbar viele Menschen vom Radfahren ab. Und die Ausbildung zu einem geistesgegenwärtigen, verantwortungsvollen, rücksichtsvollen Radfahrenden, diese Ausbildung ist mehr wert als das Tragen von Helm. Okay, ich sehe das gerade, danke an Familie Siemens. Das ist sozusagen die Frage, aber da weiß ich, da haben Sie wahrscheinlich auch keine, also wie viele tödliche Unfälle von Autofahrern könnten durch das Tragen von Helmen verhindert werden? Was soll man darauf antworten? Ja. Das ist eine völlig andere Diskussion und eine völlig andere Denkweise, als ich sie gerade versucht habe darzulegen. Es ist nicht leistbar, diese beiden Sichtweisen miteinander in irgendeiner Weise zu verbinden. Ja, danke. Kann ich nur so viel sagen, weil die deutsche Sprache eine Formulierung bereithält, die sehr treffend ist. Ich mache ja seit 35 Jahren diese Radfahrschulung und seit 35 Jahren steht bei fast allen Teilnehmenden immer die Frage im Raum, passiert denn was? Und die Antwort darauf ist schlicht. Ich vergleiche das mit den anderen Lebensbereichen und erinnere gerade die Erwachsenen daran, sich zu erinnern, wann was passiert ist, wann man sich in den Finger geschnitten hat, wann man die Treppe raufgestolpert ist oder runtergestolpert ist. Und alle sind sich einig, es passiert nie etwas, weil man nicht Treppen steigen kann oder weil man das Messer nicht bedienen kann. Es passiert immer dann was, wenn man es eilig hatte, wenn man unaufmerksam war, wenn man abgelenkt war, wenn man müde war, wenn man gereizt war und dergleichen mehr auf Deutsch, wenn man nicht bei der Sache war. Und das zu trainieren als Radfahrender oder als Radfahrende, das hat für mich die allerhöchste Priorität und kann vieles von anderen Maßnahmen quasi kompensieren. Mhm.